Ziemlich gut. Die Medien wählen heute das Spitzenpersonal aus. Sie zeigen den Daumen nach oben und nach unten. Es geht nach Mediengefälligkeit und nach Rampenlichtsuche und Ehrgeiz und nicht mehr nach seriösen, immer weniger jedenfalls, nach seriösen Politikentwürfen. In dieser Mediengefälligkeit steckt dann eine Anforderung, um ein Spitzenamt zu erreichen, die im diametralen Gegensatz steht zu den Anforderungen, die notwendig wären, eine politische Spitzenhand auszuüben. Das heißt, wir haben es mit immer mehr Attrappen zu tun, die an der Spitze der politischen Entscheidungsträgerschaft stehen und die dann sehr schnell zu Strohhelmen der Entwicklung werden, die von völlig anderen bestimmt wird.